An alle, die jetzt glauben, dass Heide und Freudenberg nur Einzelfälle sind, ihr lebt sowas von krass an der Realität vorbei. Die Jugendlichen von heute? Einfach nur lost. Und ich frage mich bei solchen Taten dann immer, habt ihr selbst keine Erziehung genossen? Oder wieso könnt ihr euren Kindern keine guten Manieren mehr beibringen? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass solche Art Kinder und Jugendliche wie in Freudenberg oder Heide zu Hause dann einen auf Lämmchen machen und einen auf Engel spielen. Die sind dort doch genauso verhaltensgestört oder zumindest verhaltensauffällig, oder nicht? Und dann stelle ich mir die Frage, wieso reagieren die Eltern nicht? Seid ihr so weit weg von euren Kindern, dass ihr das gar nicht mitbekommt? Oder seid ihr dazu einfach nicht in der Lage, weil ihr vielleicht ein bisschen zu überfordert seid mit eurem Alltag, mit der Realität? Ich weiß es nicht. Aber dann stelle ich mir auch die Frage, warum habt ihr überhaupt Kinder auf die Welt gesetzt? Ich schwör's euch Leute, ich könnte mich so dermaßen über dieses Thema aufregen, denn ich habe auch zwei Kinder und ich widme einen Großteil meiner Zeit für die Erziehung dieser Kinder und meine Frau genauso. Damit meine Kinder gute Werte, aber auch gute Umgangsformen bekommen und auch Respekt gegenüber anderen. Ich vermittle ihnen diese Werte, die ich mir auch von meinen Mitmenschen wünsche. Und deshalb nochmal die Frage vom Anfang. Wo waren die Eltern? Und vor allem, warum leben wir in einer solchen krassen, verrohten Gesellschaft? Was ist los mit euch allen?